Hallo, ich begrüße euch ganz herzlich zum 9. Let's Play Civilization 3. Ich habe hier den alten Spielstand gelöscht. Mit dem Rechtschreibfehler. So. Wir fahren fort. Ohne Rechtschreibfehler. Ah, genau. Also ich habe hier ein bisschen orakelt. Jetzt ohne das Orakel selber schon gebaut zu haben. Wir brauchen noch 12 Runden. Und sag mal, hier in der Nähe wird sich London befinden. Das sehe ich hier an diesem großen kulturellen Einflussbereich. Und das werden wir gleich herausfinden. Wir haben Unruhen in Leipzig. Das heißt, hier muss ich mal ein bisschen anpassen und einen Entertainer in die Stadt holen. Und hier oben tut sich auch was. Und zwar greift hier ein Horseman an. Ein hundischer Horseman. Ich denke mal, der wird dem Spearman nicht viel anhaben können. Und hoffe, dass dieser Spearman dadurch befördert wird. London, wo bist du? Es ist nicht zu verorten. Ja, wir gehen bald wieder weg. Ja, dem Spearman hat es nichts getan, aber eine Beförderung ist leider auch nichts bei rausgesprungen. Leider auch nicht bei rausgesprungen. So, die Leute lieben mich und möchten meinen Palast stärker ausbauen. Ah, da sieht man, wie die. Welche Möglichkeiten es gibt. Jetzt könnte ich hier diesen Aufbau machen. Der ist ja dann wirklich schon ziemlich schick. Oder diesen Treppenaufgang. Ich mache den Aufbau, weil ich finde den hübsch. Hier geht es weiter Richtung Kiew. Ah, und hier bin ich bald in München angelangt. Da hatte ich gesagt, baue ich jetzt ein Bergwerk hin, weil die Bewässerungsanlage gezogen ist bis in die Wüste. Die Wüste ist bewässert, alles ist gut. Und die Kanäle können jetzt abgerissen werden. Es ist unlogisch, aber es funktioniert. So, ich habe immer noch nicht London gefunden. Also hier ist ein großer kultureller Einflussbereich, aber ich habe London noch nicht gefunden. Und ich gehe davon aus, dass mich die Queen im nächsten Zug vermutlich aus ihrem Gebiet schmeißen wird. Sehr schön. Da ist der kulturelle Einfluss gewachsen. Jetzt komme ich hier auch an die Ziegerin. Und bin gespannt, ob ich hier vier Nahrungsmittel bekomme. Werden wir dann sehen. Jetzt kommt man ja gar nicht mehr so schlecht bei weg in diesem Wüstenfeld, aber immer noch ziemlich schlecht. Das wird dann irgendwann wichtig, wenn die Stadt so groß ist,
dass ich dieses Feld unbedingt benötige. Wo ist London? Da ist London. So, und jetzt muss ich raus. Das war zu erwarten. Hier ist jetzt auch die Verteidigungseinheit gebaut. Bibliothek als nächstes Gebäude ist natürlich richtig, weil ich will diese Ressourcen haben. Oh, ein Dorf. Ich freue mich, ich freue mich. Hier muss der Wald weg. Moskau hat jetzt auch eine eigene Verteidigungseinheit und baut als nächstes die Bibliothek. Und Moskau hat schon eine Kornkammer, das haben die Russen gebaut. Ach nee, das haben nicht die Russen gebaut, das hat mir jetzt die Pyramide beschert. Und die Kornkammer kostet nichts mehr. Hier hole ich mir jetzt das Dorf. Und ich lerne Philosophie. Eine Brückentechnologie zur Republik. Frankfurt hat seinen zweiten Spearman. Ja, was jetzt langsam wichtig wird, ist die Korruption zu bekämpfen, weil wir sehen, hier ist das schon ganz schön krass, was uns da verloren geht. Ich baue jetzt aber mal den Marktplatz. Achso, und wir sehen hier auch gerade, dass wir tatsächlich 4 Nahrungsmittel dort bekommen. Dann gehe ich vielleicht erst das Aquädukt an, weil die Stadt doch recht schnell wachsen wird. München ist verbunden mit dem Rest der Welt, hat jetzt Eisen und Elefanten. Jetzt gehen wir an die Pferde. Hamburg sagt uns, was wir zu tun haben. Und zwar hier unten weitermachen. Wie sieht's denn eigentlich? Ah ja, hier wollte ich doch einen Siedler bauen. Na, jetzt muss erstmal der Marktplatz zu Ende gebaut werden. So, ich sehe jetzt, dass die Engländer hier anscheinend auf einer Art Zipfel sitzen. Und ich vielleicht nicht mehr in der Lage bin, hier weiter zu erkunden, wenn die weiter ihren Einfluss ausweiten. Deswegen werde ich jetzt mit meinem Warrior hier rüber versuchen, darüber zu machen. So, auch der Arbeiter soll hier den Dschungel weghacken. Das dauert ja ewig. Berlin hat einen Marktplatz gebaut. Das ist schön. Und als nächstes baut Berlin einen Siedler. Weil wir wachsen ja hier sonst nicht. Kiew hat jetzt auch die Bibliothek. Ich denke, der Spearman wäre hier im quasi Feindesland auch angebracht. So, hier ist endlich der Dschungel weggehackt. Da kann ich jetzt 2 Nahrungsmittel produzieren und kann hier endlich wieder wachsen.
Leider habe ich hier keinen Fluss, deswegen gibt es hier auch nur die Möglichkeit, Bergbau zu betreiben. Aber das ist jetzt erstmal zweitrangig. Ich werde jetzt erstmal hier mich weiter darum kümmern, dass der Dschungel wegkommt. Mit dem Krieger bin ich inzwischen auf der Höhe der Barbarensiedlung. Aber ich greife sie nicht an. Da soll die Straße hin. Ich habe hier eine ganz gute Truppe inzwischen. Leipzig hat auch den Marktplatz gebaut und baut als nächstes den Siedler. Wie geplant. Ich guck mal, ob hier unterhalb von Königsberg auch Dschungel ist. Nein, da ist Grasland. Ist in Ordnung. Wir haben die Monarchie erforscht. So, dann soll es jetzt unsere große Amtshandlung sein, dass wir mal versuchen, die Monarchie auszuprobieren. Aber ich glaube, wir warten noch etwas. Kommen wir jetzt ins Mittelalter? Wir kommen immer noch nicht ins Mittelalter. Ist ja verrückt. Und wichtig ist, dass wir jetzt hier endlich mal weiterkommen mit der Korruptionsbekämpfung. Und deswegen müssen wir als nächstes auf jeden Fall Code of Law angehen, weil Code of Law bringt uns das Gericht. Und das Gericht bewirkt, dass die Korruption gesenkt wird. Der nächste Schritt wäre dann Republic, also mache ich das auch. So, und mein Domestic Advisor bietet mir jetzt an, die Gesellschaftsform zur Monarchie zu wechseln, vom Despotismus. Aber ich denke, wir bleiben noch kurz dabei. Wir können ja nochmal gucken, Tell more about governments. Ja, da wird einfach nur die Monarchie erklärt. Wir bleiben jetzt eben noch beim Despotismus und freuen uns. Ein weiteres Mal, dass wir das Kartenlesen geschenkt bekommen haben aus der großen Bibliothek. Das Kartenlesen ermöglicht uns den Bau eines Hafens. Der Hafen ist natürlich hier völlig falsch dargestellt, weil das ein moderner Hafen ist. In der eigenen Stadt wird er ein bisschen anders dargestellt sein. Es ermöglicht uns auch den Bau von dem großen Leuchtturm und den Bau von Galeeren, mit dem wir quasi die Ozeane erkunden können. Aber auch nicht wirklich, denn die Galeere säuft ab. Deshalb ist das Problem, also die Galeere kann nur in Küstennähe fahren. Wenn sie nämlich zu weit aufs Wasser kommt, dann ist die Gefahr groß, dass uns diese Galeere absäuft. Also sie säuft uns auf jeden Fall ab. Aber der große Leuchtturm kann diesen Effekt ausgleichen. Wenn man nämlich den großen Leuchtturm besitzt, können die eigenen Galeeren auch über den Ozean segeln und übers Meer segeln. Und dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Ja, die Galeere kann drei Züge machen, hat einen Angriffswert, einen Verteidigungswert. Und etwas Besonderes, die Galeere kann zwei Einheiten transportieren. Also wir können quasi Siedler auf andere Inseln damit bringen, zum Beispiel. Oder Arbeiter. Oder, oder.
Sehr schön. Weiter nach Kiew. Ich warte jetzt noch in Berlin, bis der Siedler fertig ist. Der Siedler ist fertig. Jetzt gehe ich nach Berlin rein. Und die nächste Amtshandlung wird jetzt auch sein, die hängenden Gärten zu bauen, weil die mir einfach drei Leute in Berlin zu zufriedenen Leuten machen. Und dadurch werde ich hier auch keine Probleme so schnell mit Unruhen haben. Und die Stadt kann größer wachsen. Und das soll sie auch. Der große Leuchtturm ist jetzt erstmal optional, weil ich baue noch keine Schiffe. Was wir dazu bekommen haben, Hafen. Hier sehen wir schon, der sieht anders aus. Der sieht nicht aus wie ein moderner Hafen. Und ein Hafen ermöglicht uns, dass wir auf einem Seefeld auch zwei Nahrungsmittel bekommen. Im Moment bekommen wir hier nur ein Nahrungsmittel, dann bekämen wir zwei Nahrungsmittel und dann ist es auch effektiv, Nahrung oder generell hier die Felder an der Küste zu bewirtschaften. Auch Kiew hat jetzt einen größeren kulturellen Einfluss und schon die Verbindung mit Moskau, das ist schön. Ja, der Siedler von Berlin. Ich denke, der zieht hier relativ rasch an Leipzig vorbei. Ich schicke den einfach erstmal nach Leipzig. Gut, der Siedler ist fertig. Ich habe hier als Auftragsarbeit die hängenden Gärten eingestellt. Das Orakel kommt hier als nächstes. Ich denke, das warte ich auch noch ab. Die Franzosen wollen mit mir reden. Und sie wollen die Karte tauschen. Nun halte ich das für kein besonders gutes Angebot, weil ich habe schon ziemlich großen Bereich der Karte aufgedeckt. Ich gucke mal, ob ich ein Gegenangebot vorschlagen kann. Und zwar Ihre Weltkarte gegen meine Territoriety-Karte. Auch meine Territoriety-Karte ist schon verdammt groß. Aber wenn ich ihr so Gesicht so sehe, wird sie es wohl nicht akzeptieren. Nein. Naja, dann. Gibt's eben nix. Goodbye. Das Orakel ist fertig. Das schauen wir uns wie immer an. So, das ist Hamburg. Hamburg liegt am Wasser. Hamburg hat ein Orakel. Hamburg hat eine Bibliothek. Hamburg hat eine Kornkammer. Viel gibt's ja hier noch nicht zu sehen. Auf jeden Fall hat Hamburg jetzt sein erstes Weltwunder. Jetzt schauen wir mal, was wir jetzt als nächstes in Hamburg produzieren. Ich denke, auch hier wäre der Marktplatz angebracht. Und den bauen wir dann auch. Wobei, ich schaue nochmal nach Hamburg. Ich habe ja eine ziemlich große Bevölkerung jetzt schon wieder. Ich baue erstmal den Siedler. So, und jetzt wechseln wir die Staatsform. Ich speichere mal ab, weil ich nicht weiß, was jetzt passiert. Also ich weiß schon, was jetzt passiert. Und zwar wird jetzt die Anarchie eintreten. Da kann ich gleich mal eine Spielkritik ablassen. Und zwar Staatsform, 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 Staatsform.
Governments. So. Ich wechsle vom Despotismus zur Monarchie und hoffe, mir bringt es was. Und immer bei einer Revolution, die ja passiert, wenn man die Staatsform wechselt, gibt es einen Zustand der Unruhe, wo in allen Städten quasi die Unruhe ausbricht und Riots beginnen und die Bürger fordern quasi, wir so oder ich soll kein despotistischer Herrscher mehr sein, ich soll jetzt ein Monarch werden. Ja, ist zwar jetzt auch nicht so viel besser, aber dann sollen sie das fordern. Und wir haben aber als Übergangsphase eine Runde Anarchie oder zwei Runden Anarchie. Das ist quasi diese ein oder zwei, weiß ich gar nicht genau. Das ist quasi diese Riot-Phase, wo überall in den Städten quasi Unruhen ausbrechen und wo dann quasi die Produktion kurz stockt. Klicke ich mal Anarchie an. Wir sehen halt, wir produzieren hier nichts mehr, es gibt keine Hurry-Method mehr, es gibt eine katastrophale Korruption, keine Einheiten werden mehr unterstützt und der Arbeiter hat nur noch 50% Effektivität. Ja, und es gibt halt überall Unruhen. Das ist eben die Revolution. Aber Kritik am Spiel. Anarchie ist nicht Chaos. Ja, hier ist nur wieder dieses übliche Framing bekannt aus Film und Fernsehen. Anarchie ist nicht Chaos. Anarchie ist eine Gesellschaftsform wie andere Gesellschaftsformen auch, wie wir ja hier auch welche sehen. Und meiner Meinung nach sogar eine ziemlich intelligente und sehr, sehr demokratische Gesellschaftsform. Da könnt ihr euch gerne mal drüber belesen, was hier gemeint ist. Mit diesem chaotischen Zustand ist der Zustand der Anomie. Anomie ist Chaos, Anomie ist Gewaltherrschaft, Anomie ist Ungesetzlichkeit, das Fehlen von Regeln, das ist Anomie und das ist nicht Anarchie, aber es wird leider oft Synonym verwechselt, Synonyme verwendet, das kann man auch bei Wikipedia nachlesen. Wie dem auch sei, ich wechsle jetzt diese Staatsform, fall dann in den Zustand der Anarchie, was aber in Wirklichkeit die Anomie ist. Ja, Revolution. Ha. Anarchie. Wir sehen gerade gleich hier, ändert sich quasi alles und alles wird schlimm. Und die Leute werden viel unzufriedener. Ha. Wir werden hier gleich in vielen Städten Unruhen haben. Wir sehen hier auch, die Produktion geht nicht mehr weiter, alles dauert ewig lang. Aber das dauert eben nur ein, zwei Runden. So, da sind überall die Revolten ausgebrochen. Will ja nicht, dass die hier was kaputt machen. Deswegen versuche ich die Ordnung wiederherzustellen, indem ich hier Entertaining mache. Vor allem in den großen Städten. So. Werde ich noch eine Straße zu der Ziege bauen. Das kommt da auch wieder weg. Ich warte vielleicht mal ab und baue erstmal nur eine Straße.
So, nun ist der Moment gekommen, wo ich hier den Swordsman aufwecke. Der Siedler soll hier die Stadt bauen. Das hatten wir ja schon eingeplant. Und der Swordsman geht hinterher. Ordnung wird wiederhergestellt. So, und auch der Swordsman soll genau hier hingehen, wie der Siedler. Da wird die Straße gebaut. Die Truppen müssen raus und ich hoffe, sie hat mich jetzt nach Norden verschoben. Und ich darf mir jetzt die Monarchie als neue Staatsform aussuchen. Toll. Die Leute lieben mich. Ja, und so ein Monarch hat ja einen tollen Tempel, deswegen bauen wir das jetzt so. Sie hat mich nach Norden verschoben, das ist gut. So, jetzt gucken wir mal, was wir davon haben. Hier ist der kulturelle Einfluss gewachsen. Und wir sehen jetzt, wir produzieren noch mehr. Okay, wir produzieren auch hier drei Nahrungsmitteleinheiten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Da können wir erstmal auch ganz zufrieden sein mit der Staatsform Monarchie. Bisher sehe ich auf den ersten Blick jetzt nichts Schlechtes. Es ist der kulturelle Einfluss auch schon so groß, dass Königsberg und Leipzig miteinander verbunden sind. Passe ich mal überall noch an. So. Für die optimale Nahrungsmittel- und Ressourcenproduktion. Und auch hier ist jetzt gerade fertig geworden die Verbindung zu den Pferden und gleichzeitig auch die Verbindung zu Frankfurt. Demnach hat jetzt Frankfurt auch Eisen und Pferde, wie eben auch München. Das ist gut. Und jetzt werde ich hier auch um München herum die Umgebung verbessern. So, das soll es jetzt erstmal gewesen sein für dieses Let's Play. Ich habe eine neue Staatsform. Ich bin jetzt Monarch und nicht mehr Despot. Bin jetzt vielleicht nicht mehr ganz so böse. Ich habe einen, auf den ich höre, nämlich Gott. Ansonsten bin ich in Wirklichkeit bin ich nicht religiös, von daher entspricht es nicht ganz der Wirklichkeit, aber wir werden sehen, ob wir uns mit der neuen Staatsform anfreunden können oder ob wir da noch Probleme bekommen. Das sieht jetzt erstmal alles ganz nett aus, sage ich mal. Ah, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich glaube, jetzt wird halt auch plus 5, super. Jetzt wird halt auch die Bewässerungsanlage wieder super sinnvoll, weil sie auch über zwei Nahrungsmittel hinaus was produzieren kann. 5, geil. Sehr gut, sehr gut. Dann können wir auch mal wieder nach Berlin gehen und hier noch ein bisschen die Stadt verbessern, sodass wir hier auch ein paar Felder haben mit drei Nahrungsmitteln. Aber dazu später. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.